Carsten in Wildenrath. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stückchen begleiten. Ja, hallo nochmal. Heute ist Christi Himmelfahrt, Feiertag, schönes Wetter. Da bleibe ich natürlich auch nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen. Ich habe mir für heute mal wieder eine Strecke der Wasserwanderwelt ausgesucht. Also ich bin auch wieder im deutsch-holländischen Grenzgebiet heute unterwegs. Das ist heute die Strecke Birgeler Urwald. Und bis jetzt muss ich sagen, gefällt es mir eigentlich schon ganz gut. Also es sieht hier wirklich so aus, als würde hier nur Forstwirtschaft betrieben, um die Wege sicher zu halten. Weil rechts und links der Wege liegen abgeholzte Bäume, die aber auch hier verrotten. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stückchen begleiten. Und auch hier ist die Wegmarkierung des Wanderweges Birgeler Urwald auch wieder hervorragend, immer mit dem Zeichen der Wasserwanderwelt. Der Birgeler Urwald ist auch wieder im Grenzgebiet zu Holland. Und zwar ist das mehr so Richtung Mönchengladbach-Roermond. Also Schwalmtal, wo ich auch schon war, ist auch nicht weit weg. Und wie gesagt, kommt gerne mit.
Und ich hatte mich schon gefragt, warum dieser Weg zur Wasserwanderwelt gehört. Aber jetzt auf dem letzten Stück geht der Weg über so einen Bohlenweg durch ein kleines Feuchtgebiet, Sumpfgebiet. Schauen wir mal, wo der Weg hinführt. Jetzt bin ich gleich am Auto wieder zurück. Der Wanderweg ist gleich zu Ende. Es hat mir sehr gefallen, auch wenn ein Wald oder ein Urwald natürlich nicht ganz so viel Aussicht bietet wie ein Berg oder eine Klippe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.